Das, der Karl-Marx-Hof ist ja berühmt für sein 34er-Jahr. Mein Vater war beim Schutzbund und ich war damals 9 Jahre. Und von der Schule sind wir vormittags schon zu Hause geschickt worden. Und es ist viel politisiert. Ich habe ungefähr gewusst, was in der Familie, aber natürlich mit 9 Jahren kann man sich da keinen Zusammenhang machen. Aber ich weiß da, ich habe gewusst, dass da irgendwie anders ist. Ne? Die Straßenbahnen sind gestanden, die Geschäfte waren zu. Und es war wirklich alles gespenstisch ruhig. Und auch meine Schwestern sind zu Hause gekommen, der Schwester und der Bruder. Und die Mama auch. Und da sind wir zu Hause gewesen. Und der Vater ist dann weg zum Schutzbund. Und die Mama ist am Abend. Wenn man den Karl-Marx-Hof kennt, da waren so Klopfhütteln und wo die Mistkübeln drinnen waren. Also, und dort hat sich der Schutzbund verschanzt. Da haben wir ein paar bei uns im Hof gehabt. Und da hat sich der Schutzbund verschanzt. Und da ist die Mama hat einen heißen Tee runtergetragen. Währenddessen hat auf der Hohen Wart die Heimwehr die Kanonen aufgestellt. Und bevor die Mama runtergegangen ist, hat sie zu uns gesagt, wir sollen ins Vorzimmer, sollen wir sitzen bleiben, denn die Heimwehr schießt auf die Wohnungen und das ist der sicherste Platz. Da hätten sie müssen zwei Mauern durchschießen, damit sie uns treffen. Nicht? Na, wir Kinder haben gefolgt natürlich. Nicht? Und nächsten Tag in der Früh ist so die Durchsage gekommen, dass der Karl-Marx-Hof von der Heimwehr gesprengt wird. Und da hat eine Völkerwanderung begonnen mit Pinkeln und Taschen und Polster und alles, was man halt so ungefähr, wo man sich denkt hat, jetzt geht ich dorthin und könnte, muss er das brauchen. Und wir sind zu einer Tante im 9. Bezirk gegangen, die hat dort einen kleinen Hausmeisterposten gehabt. Und das war so eine Schlauchwohnung. Auf einmal haben dort 5 Leute geschlafen, also die haben sie zu zweit schon zu wenig gehabt. Aber trotzdem, irgendwie ist es gegangen. Wir Kinder haben auf jeden Fall im Bett geschlafen. Wie es die Eltern gemacht hat, der Vater war nicht da. Der Vater ist verhaftet worden, der ist wieder nichts ausgekommen. Und wir waren bei der Tante. Ne? Und wie wir so gegangen sind, hat die Heimwehr geschossen. Von der Hohen Warte auf die Heiligenstädter Straßen. Und dort war so ein ganzer Dreck von Hausfrauen und Müttern und mit Kindern. Und die haben da, nein, ist fürchterlich. Und also wir waren bei der Tante und am Mittag, das war der Mittag, und am Mittwochnachmittag ist der Vater zu Hause gekommen. Zur Tante besser gesagt. Weil das haben sich die Eltern schon angesprochen, wenn wir nicht zu Hause sind, ich bin bei der Mitzi, nicht? Also das war die Schwagerin. Na, und der Vater kommt und hat mir erzählt, dass die ganzen Schutzbündler vom Karl-Marx-Hof, die sind auf dem Bahnhof Heiligenstadt versammelt worden. Und dort sind sie mit dem Gewehrkolben gehauen worden. Da hat sich die Heimwehr links und rechts aufgestellt und der Schutzbund hat müssen durchgehen und die haben eindroschen auf einen. Ne? Und seit damals ist mein Vater am linken Ohr taub gewesen. Ne?